Jetzt ziehen wir die Sieger von dem Sommer. Von dem Sommer. Rätsel. Von dem Sommerrätsel. Und weißt du auch noch, wie das Lösungswort heißt? Sommerferien. Genau, und wer fängt jetzt an, eine Karte zu ziehen? Ich. Philipp fängt an. Okay. Dankeschön, Philipp. Der erste Sieger ist Elias Muradidis aus der Kalverstraße 51a aus Lüdenscheid. Der erste Sieger. Jetzt bist du dran, Lisa. Muss sie eben noch ihre Haarspange machen, damit sie auch schön aussieht. Dankeschön, Lisa. Der erste Sieger aus dem Kreis Olpe ist Reinhild Oberste aus Lennestadt, Dirkesstraße 32a. Jetzt ist wieder der Philipp dran. Oh, eine schöne Karte. Wo kommt die her? Nico Keil aus Halfa, Heerstraße 48c. Ist das eine schöne Karte? Guck mal, die hat er gemalt. Schön. Lisa, du bist dran. Dankeschön, Lisa. Und die Lisa hat gezogen Silke Angerhausen aus Lennestadt, Heidfeldstraße 14a. Wunderbar. Philipp? Friedrich Rieger aus der Lösenbacher Straße 10 in Lüdenscheid. Guck, da steht Sommerferien. Da ist das richtige Wort drauf. Lisa, du bist wieder dran. Dankeschön. Da wollen wir mal schauen. Aus dem Kreis Olpe hat gewonnen Susanne Schneider aus Wenden, Quellenstraße 10a. Und nochmal der Philipp. Und der Philipp hat gezogen Lisa Pastors, Engstfeld All 8 aus Halfa. Die hat auch so eine schöne Karte geschrieben. Jetzt haben wir die vier Familien aus dem Märkischen Kreis schon zusammen. Und die Lisa darf noch eine aus dem Kreis Olpe ziehen. Danke, Lisa. Und gewonnen hat Luca Theile aus Drolshagen am Sonnenhang 13. Was sagen wir jetzt? Herzlichen Glückwunsch! Und wir freuen uns auf zwei wunderschöne Ferientage. Ja? Einer im Kreis Olpe und einer im Märkischen Kreis. So. Wunderbar.